Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Ich wollte schon wieder was vollkommen anderes sagen. Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir die Milch ausgeliefert. Und jetzt sind wir hier mal wieder random irgendwas am Machen. Ich habe so viele Sachen, die ja gemacht werden können, zum Beispiel die ganzen Zeitspalten-Sachen und so. Und ja, ich würde mal gerne irgendwas davon machen, um zu gucken, ob ich das offscreen machen kann oder nicht. Weil die sind irgendwie so komisch. Und die tun irgendwie so dauerhaft auf Screen passieren, deswegen gucken wir mal, oh, da liegt was Süßes. Boom. Naja, ich habe jetzt hier Spielercharaktere anscheinend am rumlaufen, weil ich immer online gegangen bin. Weil ich irgendwie nicht verstehe, weil ich doch dauernd online bin. So. Pudding. Ja, den können wir mal Dingens hier geben. Und zwar Magic Buu. Ja, ich will mal dieses blaue Event hier aus dem Weg räumen. Weil ist die ganze Zeit da und ich will jetzt mal so Zeitsoldaten auftauchen, damit ich die bekämpfen kann, damit die mir Dragon Balls also geben. Apropos Dragon Balls, ich okay, ja, ich hab schon gefragt, wo man die Dragon Balls benutzen kann. Aber das hier sieht schon richtig aus. Ja, aber ich habe nämlich alle Dragon Balls. Ha, das war super nervig, die zu holen, ey. zu holen. Da muss ich mal gegen diese Zeitsoldaten kämpfen. Und ja, die einzigen Zeitsoldaten, die ich bekämpfen kann, waren die in Mission 4. Und die sind sehr vom Level unterschiedlich. Und die sind immer, weiß ich nicht, Level 80 oder irgend so ein Dreck. Und das ja sehr nervig. Aber gut ist, je stärker ich werde, desto einfacher wird das. Und ja, hier haben wir das Dragon Ball Podest. Kann ich die hier benutzen? Du kannst ein Dragon Ball Podest Wünsche aussprechen, nachdem du 7 Dragon Balls eingesammelt hast. Man weiß nie, wo sie als nächstes auftauchen. Also lass dir keinen entgehen. Was die Dragon Balls, möchtest du schön long rufen? Ja, möchte schön long rufen. Schlong. Oh Gott, was war das noch mal? Ist das nicht ein nennt man ein Synonym für Penis? Egal. So. Ich frage mich aber, was man sich wünschen kann. Im ersten Teil konnte man sich ja Techniken, Kostüme, Charaktere und so wünschen. Ich habe mir ja mal die Charaktere als erstes geholt, aber rückblickend betrachtet bringen die mir nichts im Spielstand. Weil es schön, die zu haben, aber ich würde wahrscheinlich erstmal was machen, was mich hier so weiterbringt im Spiel. Also ja, mal gucken. Wahrscheinlich Fähigkeiten oder irgendwie sowas. So. Ah ja, die werden irgendwie so komisch. Und dann, ich werde verdammt gut aussehen. Ich will mehr spielbare Charaktere, super Angriff, ultimativer Angriff, ich will wachsen. Okay, das hier ist irgendwie, weiß ich nicht. Er ist hier für Kleidung, ich will ein seltenes Objekt, Geld, ja, ist klar. Zweite Chance, nicht mal den Charakter neu erstellen oder ihr Charakter neu erstellen. Hier die Attributpunkte nochmal verteilen. Ist ähnlich wie im ersten Teil. Ich nehme mal ultimativer Angriff. Einen neuen super Angriff. Mach mal Krieg ich jetzt wieder drei? Oh geil. Krieg ich jetzt wieder drei Dinge auf einmal oder so? Zeitsprung. Was? Das ist eine ultimative? Achso, das war eine. Nicht eine Ausweichfähigkeit, ne? Das war irgendwie, weiß ich nicht. Eine physische Attacke. Okay, mal sehen. Ich habe jetzt irgendwie zehnfaches Kaioken, Kamehameha. Und ja, nee, das ist eine Spezialfähigkeit, glaube ich. Die habe ich nicht. Ja, irgendwas Kaioken kam ja mehr. Und diese Riesenexplosion. Die Riesenexplosion bringt es irgendwie nicht mehr so. Einspringen beide Attacken ist nicht so. Aber egal. Ich hab mir das jetzt gewünscht, also nehme ich das auch verdammt. Ja. Bleib stehen und 500. Starte einen unaufhaltsamen Angriff. Er hat eine Kurzreichweite, aber so sei vorsichtig. Key. Habe ich überhaupt 500 Key? Ich glaube, ich habe gar nicht so viel Key. Ich bin übrigens Level 25, ja. So, und ich glaube, Dragon Balls bekommt man durch Zeitsoldaten. Weil da keine Zeitsoldaten auftauchen, nehme ich mal an, dass der mich davon abhält. Also kämpfen wir mal den Ganzen an. Key. Sieht dich verängstigt an. Ich möchte wohl etwas fragen. Für das Anliegen des Pflanzenmanns an? Ja, klar. Okay. Kajoken kann ja mehr. Ich voll das Geld sparen können. Wenn sie Song hoch, wer macht mal das? Ja, aber wenn der weg ist, dann können wir auch Dingens hier anderes machen.
Zeitsoldatenmäßig. Das sind so einmalige Sachen, nehme ich mal an, mit dem ich die Dingens freischalte, die Parallelquest. Und ich bin alleine. Warte mal, die Mission kenne ich. Ika, Orieta, oh nee, ich glaube, die Mission kenne ich sogar. Zum ersten Teil. Ich habe echt einige recycelt. Wir müssen in den Zug werden. Mit X kann man sich ja teleportieren. Oh, dieser Angriff, ne? Der hier. Was hier denn? Ich habe keine Chance gegen die Geta, hallo? Oh, sehr gut. Und die Saiyajin sind Krieger, habe ich das schon gesagt. Hatte ich die schon beim letzten Mal? Ich glaube, ja, ne? Die erhöht meine Angriffskraft. Also ich glaube, meine normalen Angriffe. Jedes Mal, wenn ich einen Gegner kaputt haue, das ist sehr gut. Ja, ich glaube, das hatte ich schon. Auf jeden Fall. So, ich habe 4 Balken, also nehme ich mal an, ich kann meine Ultimate gar nicht einsetzen. Und zwar einen Gegner anzugreifen. Dann seid ihr 10, okay. Ich meine, das ist die gleiche Mission wie im ersten Teil. Wo Son Goku später auftauchen, der einen voll fertig macht, glaube ich. Nein. Meiner. Oh, die Angriffskraft. Na, wer kommt jetzt noch? Son Goku, ne? Oder Piccolo, ne? Nee, Son Goku. Hey, der Mund bewegt sich. Beim ersten Teil nicht so, die haben immer böse angeguckt. Oh, ich bin auch, keine Ahnung, so, ich dachte, du willst ihn werfen. Oh. Ich mach mal mit der Story heute nicht weiter, oder? Aber im nächsten Part weiter. Weißt du, ich will erstmal hier so, weiß ich nicht. Kleinigkeiten erleben, wie Matthias und das Haus und all so was. Irgendwie bei Namek habe ich dann nur und dauernd irgendwelche Meldungen bekommen, dass Namek jetzt gefährlicher ist oder Super Kamigoros Haus, Oberelstenhaus. Doof. Die Gegner scheinen ein bisschen schneller kaputt zu gehen als im ersten Teil. So, Ausrüstung halten. Uff. Jetzt geht's jetzt richtig los, ne? Das ist ja auch da und sein Kamehameha ein, glaube ich. Oh, Kaioken, okay. Oh nein, Son Gohan, geh weg. Krillin auch. Wizard, Stück Lanzer der 1. Aber ich glaube, die können ihre Angriffe nicht mehr so spammen, weil die jetzt Energiebalken und so was haben. Ah, ich muss das nicht mehr machen. Wenn man noch ein bisschen was das macht. Ja, die drehen sich einfach um. Alter, darf ich mal was machen? Ja, super. Ultimative krieg ich schon mal nicht. Alter, darf ich auch mal was machen? Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt nicht. Ah, jetzt lass es mich doch mal machen. Alter, wenn er einmal irgendwo drin ist, dann kommt er gerade mal raus. Hör mich mal an. Alter, chill doch mal. Oh mein Gott, ich kann mal nicht dazu, irgendwas zu machen. Was soll denn der Scheiß? Ja, hab's ja geschafft. Mach ich offscreen. Das sind schon wieder so Sachen, ne? Ich konnte gar nichts machen. Ich war durchgehend in Angriff drin, ne? Aber ja, haben geschafft. Mir jetzt egal. Also er lässt mich jetzt im Frieden, der Typ. Das ist Oberelsten in Gefahr, aber oh Gott. Er scheint sehr erfreut zu sein, ausgezeichnet. Und da liegt was. Oh, ja. Oh, da war was im Haus drin und da hinten ist auch was.
immer Ausrüstung oder so finden. Ja, damit kann man reinspringen, oder? Süßkartoffel. Also eine Süßkartoffel. Warte mal, das ist eine Teleportationsstation. So. Also ich muss da erst aktivieren, oder was? Oberhälzen aus. Gehen wir mal da hin. Angegriffen oder irgendwie so was, dann gehen wir da hin. Was immer das bedeutet, aber es wird angegriffen. Gucken wir mal hier, damit wir gucken, was hier so auf uns wartet. Wenn es noch ankommt, sehe ich einen Kampf auf dich. Sie kommen und auch noch so früh in der Zeit, dass du mir zeigst, was du drauf hast. Ja, geht wegen was, bevor sie in die Finger kriegen. Es liegt an dir. Namek-Verteidigung. Und drei Dragon Balls zurück, okay. War keine andere Dingens Anforderungen. Okay. Ja, waren das sind extra Dinger hier. Schon wieder hier. Oh nee. Jetzt okay, jetzt geht's darum, die überall versteckten Dragon Balls anzusammeln. Jetzt gefunden bringen ihn zu zeigen und drücke Kreis, so kannst du zwei Dragon Balls doch da. So, ich mach die aber erstmal Platz hier. Jetzt hier von selber, ne? Auf Freezer, geil. So, extra Kriegstände. Freezer! Oh mein Gott. Gibt's doch nicht. Nee, pass auf, lass mich den Arm aufreißen. War schon mal offiziell gegen Zauber. Ich glaube, der Name ich sage einmal ganz kurz, ne? Nur so erwähnen. Nein. Soll ich mal einfach kaputt, bevor ich die Dragon Balls einfach, kann ja nicht schaden. Und ich glaube, ich nichts kriege dafür, ne? Eigentlich brauche ich nur Grundangriffe hier verstärken, ne? Ich habe Gefühl, die sind hier sehr viel stärker. Oder brauchbarer jedenfalls. Ich glaube, der Typ hat die gleiche, den Charakter, den ich erstellt habe, die Stimme von denen ist, glaube ich, die gleiche. Wie von... Boah, wie hieß der Typ nochmal? Der Glatzkopf aus Bleach. In seine unverkennbare Stimme, die man sofort wieder erkennt. Oder? Wie ist er nochmal? Typ in der Glatze, der unter Pinpachi dient, aber Mitglied von, ich glaube, Squad 10, glaube ich. Mit zwei Schwerter als Waffe hat. Er doch den Charakter in Tales of Graces gespielt, gesprochen. Den erkennt man immer seine Stimme. Spätestens wenn er schreit, dann erkennt man ihn sofort wieder. Okay. Boom. Und keine Bonus-Dingens, ne? Steht zwar nicht, wieso das Haus des Oberelsen in Gefahr sein konnte, wenn die Dragon Balls hier gesucht werden müssen, aber was soll's. Aber wenn jetzt jedes Mal nur so Dragon Balls suchen sind, weiß ich nicht. Ich muss immer so komisch warten. Ich will auch hier Krillins Training abschließen, aber ich kann halt irgendwie offscreen nicht mehr so. Ist aktuell außerordentlich sicher. Ja, ihr wollt jetzt mit der Alter schwach geworden. Ja, das ist weit weg von ihr. Ich danke, dass du gekommen bist, um diesen Planet zu beschützen. Ich werde eine Weile beobachten, dass es nichts Persönliches. Okay. Ja, Erde. Komme ich von der Erde? Keine Ahnung. Ja, du willst irgendwelche Sachen haben, ne? Energiekapsel M. Irgendwas. Okay, habe ich nicht. Egal, Wuff. Habe ich schnell freigeschaltet jetzt. Ja, gut.
So, ich glaube, Mr. Satan hat noch irgendwelche Sachen für mich zu erledigen. Ich will erst mal zu kriegen. Glaube ich. Mal gucken, mit dem endlich mal weitermachen kann. Was wollte die eine überhaupt noch mal? Die hübsche. Ah. Au. Au. Ja. So. Und brauchst du mich? Trainier mich. Warum? War schon alles. Ja. Kannst du noch da wählen? Was? Nein. Ja. Boah. Wie sei mein Meister? Du bist doch mein Meister, oder? Hä? Ja. Hä? Ich war doch bei. Hä? Gibt doch niemand anderen gehabt. Was? Ah, jetzt habe ich da einen Balken. Super. Oh. Da war doch ein Meister, Gott verdammter Dreck. Boah. Für einen Pack. Wann war ich denn nicht mehr sein Meister? Was soll das? Ah, na, Zartu. Ich das auch. Willst du was? Ja, dann kommt meine Tokidoki-Impression. Okay. Wuff. Okay, dann machen wir, weiß ich nicht, bei Mr. Satan irgendwas oder so. Was willst du nochmal? Risotto. Risotto. Oder wir gehen zum Majibu und geben ihm Essen. Damit wir Gegenstände regenerieren können. Generieren. Bin ich falsch, Mann. Wir müssen auch gucken, wie alles so abgeht. Erstmal. Oberhältsten aus. Nee, Majibus aus. Ich habe mal so einen Kuckuck-Knall aktiviert. Und so wie ich das verstanden habe, ist das nicht schlecht. Man muss ich einfach nur ein paar Gegenstände zusammen mixen, die tun dann irgendeinen Effekt machen und die überschreiben dann sozusagen die an aus den Ausrüstungseffekt. Das ist sehr geil, wenn man irgendwie sich, weiß ich nicht, voll bunt zusammenmischen möchte in irgendwelchen Klamotten und die Effekte dann voll wild verteilt sind. Da kann man sich lieber so einen Kuckuckner ausrüsten, der in bestimmten Werten irgendwie ja was gibt. So, okay, hier, du willst essen, dann nimm Essen. Nimm Pudding. Ist voll? Okay, geil. Jo, danke, Bu wird das sofort essen. Bu ist satt, jetzt kann Bu eine Familie machen. Hm, komm, neue Familie, Bu. Das klingt so falsch. Hui, ich heiße Ichigo, schön dich kennenzulernen. Was willst du spielen? Ja, du bist Erdbeere, okay. Wurde das Mächtige. Was? Dann bist du mal. Nein. Ich bin nicht deine Mutter. Weiß ich nicht. Wie ist Kartoffel? So, und dann tut er irgendwas herstellen, oder wie? Ja. Ne? Ihr seht gleich aus, was? Bringt's Essen? Okay. Mein Gott, so wenig noch. Natürlich brauchst du immer so viele Sachen einsammeln. Ja, wird von nichts. Gut, dann gehen wir noch zu Mr. Satan, machen von dem irgendwas. Glaube ich. Dann war es das, glaube ich, heute schon. Dieser Übergang finde ich ein bisschen doof. Da muss man sich immer erst dahin teleportieren. Oh, ich glaube, das ist irgendwas, das bin ich zu erleben. Okay. Ach ja, die haben immer so hat ja immer so Aufgaben, genau. Was meinst du mit sie war etwas zu toll, blablabla. Was noch nicht gerade das selbst fertig, oder? Ich habe noch nicht mal deine Fähigkeiten gesehen. Ja, 45 Treffer kommen ja super. Man irgendwie den Fortschritt hier schon mal habe. Hm, dieser Satans Fortschrittshaus 20%, Oberhälsen aus 5%.
Freezer, ah ja, den gibt es auch noch. Aber ich bin da halt irgendwie nervt, dass man sich immer erst hier hin, dann dahin teleportieren muss. Ah, Freezers Orbiter, was willst denn du? Kann ich überhaupt mitmachen? Ja klar, ne. Man bekommt noch Bonus, wenn man eine bestimmte Rasse hat, ne? So, Pulle. Willst du ins Raumschiff? Moment, bist du ein neuer Anwärter für Freezers Armee? So ein Timing. Ich meine, du hast echt Glück. Mein Name ist Apul und ich bin ziemlich viel Einfluss bei der Freezer Armee. Normalerweise müsste ich dich abweisen, aber heute lasse ich dich nicht. Aber heute lasse ich dich ausnahmsweise einen Voraufnahmetest machen. Wenn du den bestehst, dass ich dich ins Raumschiff lege, sogar bei Lord Freezer ein gutes Wort für dich ein. Für den Voraufnahmetest musst du mir Folgendes bringen: Mischkapsel M. Und damit kann ich das Schiff reparieren. Wie sieht's aus? Wenn du wirklich hier arbeiten willst, ist das doch kein Problem. Also los, worauf wartest du? Ja, her damit. So Zeit, alles ins Schiff zu verlassen. Also, ich habe Lord Freezer schon Bescheid gegeben. Sobald du an Bord bist, sollst du dich direkt bei Lord Freezer melden. Okay, ich muss erst freischalten, wenn ich den betreten kann. Okay, ich muss irgendwo zu sammeln. Ich wollte jetzt hier mein Dings rausholen, mein Tauberbeiding. Du scheinst ein Neuling zu sein und du bist ziemlich schwach. Du hast kein Recht, deinen Mund aufzumachen und schon gar nicht mehr in dem Weg zu stehen. Verstanden? Dann verlasse bitte das Gelände. Hier sind die Waschmaschinen. Okay, ich soll mich bei Freezer melden, ne? Ja, was geht? Gut. Oh, ja? Hi, Freezer. Ich grüße dich. Ich bin Freezer. Ich habe das Kommando über dieses Schiff. Oder Armee. Ich habe viel von dir gehört. Ach mal, willst du meinen Truppen beitreten? Du musst wissen, die Freezer-Armee nimmt nicht einfach jeden. Auch wenn du nicht stark bist, können wir dich nicht gebrauchen. Wenn du glaubst, dass du das Zeug dazu hast, einen von uns zu werden, musst du meine Prüfung bestehen. Na, was sagst du? Riskierst du es? Jo. Tritt der Freezer-Armee bei. Oh ja. Na komm. Ja, komm. Siege alle Gegner in 3 Minuten. Okay. Nichts leichter als das. Ich habe meine Dingens, meine Superseele, die ist genau dafür abgestimmt. Wenn ich töte, desto schneller gehen die anderen kaputt. Oh nein, die werden alle fliegen. Das sind nur 6. Oh ja, Puff. Oh, bleibt alle hier. Ich habe keinen Bock, mich das halbe Schiff zu jagen. Sturm. So, einfach noch ein Banana oder was? Dagegen geschmissen. Wo seid ihr alle? Ihr seid alle hier, oder wie? Irgendwann werde ich auch noch treffen. Irgendeiner blockt da wieder ab. Raspberry. Ja, man braucht den ersten Teil dieser Soldaten hinzugefügt haben, aber wir Sachen wie Dodoria und Zabon ausgelassen haben. Wir sind ja jetzt dabei, trotzdem. Die wird man auch noch so als Standard hier eingeziehen. Dr. Gero, C19 und so am Auge fehlt. Ich weiß nicht, ob die überhaupt vorkommen. Will ich auch gar nicht wissen, welche alles sehe, wenn ich die Story weitermache. Wenn ich gespoilert werden, was für Charaktere es und so gibt. Ja, vorhin Spaß verderben. Oh, du bist weg. So. Ich werde die Freezer-Armee übernehmen. Jetzt mal aus, dass sie dann die Nero-Armee das gesamte Universum hier erobern. Boah, das war mein Plan von Anfang an. Trainingsanzug, Ginyo-Kommando, ehrlich. Was hat was eigenes? Das ist nicht von, weiß nicht, Klamotten von Ginyo oder irgendwie so was. Ne, das ist jetzt was vollkommen Neues, ne? Du hast gut gekämpft und damit bestanden. Ich nehme dich in die Freezer Force auf. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas für dich zu tun habe. Bis dahin solltest du dich schonen. Wir nennen Freezers Armee Freezer Force, aber nicht die Ginyo Force, so wie in deutschen
Okay, so ich brauche Key für meine Ultimate. Ja, komm. Du alles sehr, sehr random hier machen. Leveln tun. Was? Grundangriff. Hm, nicht schlecht. Ich habe keine Rose, das nervt. Handschuhe. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Mein Grundangriff geht dadurch sehr hoch. Das ist gut. Gut, lass mal dabei erstmal. Komm mal anziehen, wenn wir Freezer-Mission machen. Okay, dann würde ich aber sagen, das war's dann für diese Folge. Wir gehen jetzt zurück. Buff. Ich meine nicht Buff. Jetzt noch kurz mal gucken. Wie ist das mit Krillin aus? Nichts. Verstehe nicht, warum der nicht mehr mein Meister war. Was soll denn das? Hier sieht man auf jeden Fall Fortschritte bei den ganzen Sachen. Okay, dann sage ich, ich beende mal hier. Du hast ja irgendwas von uns zu tun, aber das ist mir egal. Und geiler erster Eindruck, ne? Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge für Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2, wenn wir die Story wieder weitermachen. Euch hat der Part gefallen? Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte irgendeine Art von Feedback, von einem Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo, wenn euch ganz sehr darauf. Ja, das mache ich nicht. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis hoffentlich zur nächsten Folge. Tschüss.